Hallihallo, im heutigen Video geht es um das Thema Erziehung und Ausbildung. Ich möchte euch heute den Unterschied zwischen Erziehung und Ausbildung verdeutlichen. Erziehung beginnt dann, wenn ihr den Hund übernehmt. Ausbildung findet immer dann statt, wenn man die Rahmenbedingungen dazu geschaffen hat und ganz genaue Vorstellungen davon hat, was man seinem Hund für einen Auftrag beibringen möchte. Ihr solltet immer das korrekte Endergebnis im Kopf haben und dann schrittweise antrainieren. Erziehung findet immer dann statt, wenn der Hund ein Verhalten zeigt, das euch nicht gefällt, beziehungsweise was nicht in den menschlichen Alltag passt. Und zwar sofort, wenn der Hund dieses Verhalten zeigt. Es wäre ungerecht, wenn der Welpe oder der erwachsene Neuankömmling anfänglich Verhalten zeigen darf, was ihr später wieder abtrainieren müsst. Zeigt der Hund ein Verhalten, das ihr nicht möchtet, müsst ihr reagieren, und zwar sofort, indem ihr ihm körpersprachlich deutlich macht, dass das Verhalten nicht erwünscht ist. Oder ihm vorher im Auftragsbereich ein Wort beibringen, damit er die Handlung sofort unterbindet. Erziehung bedeutet für mich, belästige keine Menschen oder Tiere beim Spaziergang, zieh nicht an der Leine, spring niemanden an, warte an der Tür, bevor wir rausgehen und, und. Zum Beispiel auch, klau nichts vom Tisch. Mehr dazu im Video über Erziehung. Ausbildung bedeutet, dem Hund zu vermitteln, dass er einen Auftrag für uns ausführen soll. Ich mag das Wort Kommando nicht und spreche deshalb von einem Auftrag. Aufträge können sein, eine Reaktion auf seinen Namen zeigen, möglichst durch Blickkontakt zu mir. Nein, das heißt, unterbinde sofort die Handlung, die du gerade machst. Oder ein Hier, zum Beispiel, komm auf direkten Weg zu mir. Ein Sitz, ein Platz, ein Bleib oder aber auch eine Rolle oder Pfötchen geben. Also all das, was ich dem Hund als Auftrag mit einer Ankündigung beibringen möchte. Mehr dazu im Video über Ausbildung. Ja, und wenn euch mein Video gefallen hat oder ihr Ergänzungen habt, dann würde ich mich über ein Like oder eine Mitteilung freuen. Bis dahin, tschüssi!